Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir befinden uns hier in Golden Hills, haben in der letzten Folge so ein bisschen Golden Hills entdeckt und sind jetzt hier bei der nächsten Quest bei Karen gelandet. Und ja, mal sehen, was die gute Karen so möchte. Da habe ich ja schon das letzte Mal eine Quest gemacht, wo ich den Müll und so eingesammelt habe vom Ufer und so. Und ja, mehr habe ich hier noch nicht gemacht. Aber da hatte ich ja gesagt zu euch, dass ich das noch machen werde. Und mal schauen, was sie jetzt will. Bitte mal stehen. Halt. So. Die verlorene Geldbörse. Erinnert mich irgendwie sehr stark an Moorland gerade. Jetzt brauche ich wieder deine Hilfe, Mandy. Kannst du uns helfen? Ewas? Wie wird denn das ausgesprochen? Ewas? Klingt irgendwie lustig. Ewas? So französisch. Ich spreche das bestimmt total falsch aus. Egal. Geldbörse zu finden, die sie verloren hat, als sie unsere Geländestrecke inspiziert hat. Ewa? Achso, oder Eva soll das wahrscheinlich heißen, nur mit W geschrieben. Bestimmt, ich sag mal Eva. Eva ist unsere Wettbewerbsbeauftragte und sie würde sich sehr freuen, wenn jemand ihre Geldbörse finden würde. Sie glaubt, dass sie im Wald nördlich von unserer Koppel verloren hat. Falls du sie findest, gib sie Eva zurück. Im Wald nördlich der Koppel. Welcher Koppel denn? Moment, da war doch Koppel. War die hier diese Koppel? Wenn sie das hier mit Koppel meint, dann gucke ich jetzt mal, wo nördlich ist. Nördlich ist denn... Ich kann das sogar auf der Karte hier besser erkennen als auf der Karte hier. Ja, nördlich ist dann tatsächlich weiter geradeaus. Sieht wirklich so aus, als wenn da so ein klitzekleiner Wald kommt. Okay, dann gucken wir mal hier. Ein bisschen langsamer. Ja, heute wieder mit Frost Cookie, weil ich das letzte Mal mit ihm hier auch aufgehört habe. Da sehe ich was glitzern. Und ich denke, die nächsten Folgen wird dann aber mit dem Mustang auf jeden Fall sein. Denn den muss ich dann ja auch noch einreiten. Und ja, ganz, ganz wichtig. Ja, mit Wildstar, da gibt es ja auch dann bald im Dezember eine neue Story. Da bin ich ganz gespannt, ob ich die richtig gut hinkriegen werde. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung, also drückt mir da wirklich die Daumen, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oh, das ist ein schwarzer Mustang. Den habe ich noch nie gesehen. Also ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen schwarzen Mustang hat. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde die schwarzen Mustangs nicht ganz so schön. Also er sieht echt toll aus, kann man nicht anders sagen. Aber ich erkenne ihn nicht sofort als Mustang. Ne, es könnte auch ein englisches Vollblut sein. So eine Mischung aus englisches Vollblut und Welsh Pony irgendwie. Ich meine, wunderhübsch, keine Frage. Aber es fällt halt nicht gleich auf, dass es ein Mustang ist. Oh, danke, wie nett von dir. Ich bin so froh. Ach, das war's schon. Ja, okay. Sehr schön. Dann gehen wir zu Karen zurück. Das ist ein schöner Name irgendwie, Karen. Gefällt mir echt gut. Ist die Wettbewerbsbahn benutzbar? Yay, hier kriegen wir auch noch eine Bahn hin. Das ist ja super. Weißt du was? Frag Eva, ob die Geländestrecke fertig ist. Sie ist noch nicht mit dem Frühlingsinspektion fertig, da sie nach ihrer Geldbörse suchen musste. Aber jetzt, wo du sie gefunden hast, kannst du die Strecke sicherlich benutzen, wenn du sie fragst. Cool. Das machen wir doch glatt. Eva oder Ewa. Ewa, das klingt nicht schön jetzt. Ja, also Mandy, die Geländestrecke hat den Winter gut überstanden, aber sie muss nochmal inspiziert werden, bevor ich sie öffnen kann. Ja, machen wir. Vielleicht willst du die Bahn für mich inspizieren? Es muss nur sicher sein, dass die Hindernisse in Ordnung sind und kein Müll auf der Bahn liegt. Ich habe dir auf der Karte markiert, wo sich die Hindernisse befinden. Viel Erfolg! Oh, das ist aber eine große Bahn, so wie es aussieht. Okay, gucken wir mal. Achso, ich muss da tatsächlich nur lang reiten.
Das reicht schon. Das musst du mir auch sagen. Ich dachte, ich muss es wieder so einsammeln. So wie man das normalerweise macht. Jetzt hänge ich hier am Baum. An der Mauer. Okay, dann laufen wir einfach da lang. So ganz gemächlich, genau. Dann kann man gleich richtig schön mal gucken, wie man langlaufen muss. Ohne, dass es irgendwie zählt oder so. Okay, bis jetzt ist sie schön. Hops. Hier ist bestimmt eine schlimme Stelle, dass man gegen den Stein knallt. Einmal sehr hoch. Muss ich da... Wo muss ich denn lang? Das könnte tatsächlich richtig sein, wie ich gerade laufe. Da. Okay, da ich das ja alles im super langsamen, mächlichen Galopp hier mache, ist es kein Wunder, dass da jetzt momentan nichts schief geht. Ah, da, da, warte, das ist die falsche Richtung. Ja, da wusste ich, dass er da nicht lang laufen mag. Das war klar. Ich glaube, wir werden auch die nächsten Male irgendwann nochmal die Quest bei... Oh, wie nennt sich das nochmal? Im Dinotal weitermachen. Genau, Dinotal war das Wort, das ich gesucht habe. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder falsch gelaufen. Wo ist denn die nächste? Und warum ruckelt das so eklig? Ich hasse es, wenn es so ruckelt. Was ist denn hier lang? Das ist aber sehr seltsam. Jetzt bin ich doch wieder voll im Kreis gelaufen hier. Ach da, tatsächlich. Okay, noch zwei. Bäh. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Und wo ist das? Ich bin schon so ein ganz klein bisschen überfordert jetzt hier. Weil ich mich hier so gar nicht auskenne. Bestimmt doch denn hier irgendwo. Irgendwie so hoch oder... keine Ahnung. Laufen. Ah, da! Ganz schlechter Sprung, egal. Okay. Na, das kann ja was werden. Da bin ich ja jetzt mal echt gespannt. Ob das, wow, was war das denn? Okay, das war anscheinend der falsche Weg. Ja, das kann was werden, auf jeden Fall. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Okay, Eva. Hier sind viel zu viele Mauern. Viel zu viel. Wer stellt denn so viele Mauern auf? Also wirklich. Gut, probieren wir es mal. Die Strecke schien also im guten Zustand zu sein. Schön. Dann werden wir sie bald ausprobieren. Ich muss nur noch eine schnelle Nachkontrolle machen. Ach so, okay. Morgen. Also probieren wir es morgen aus. Alles klar. Wie sollte es auch sonst anders sein? Was hast du noch für mich zu machen? Ach, das ist nur übernachten. Nein. Nein, voll teuer. Auf gar keinen Fall. Warum ist mein Pferd wohl so unhappy? Weil ich gerade spare. Okay, was können wir dann noch machen? Moment. Ach ja, da müsste ich halt noch ein bisschen was machen. Dann in Jarlaheim müsste ich auch noch ein bisschen was machen. Boah, ich müsste eigentlich so viel noch machen. Ich muss so viel Ruf überall noch sammeln und sowas. Also es ist wirklich eine ganze Menge zu tun. Okay, ich würde dann sagen, ich fahre erstmal mit der Fähre. Und dann gucken wir mal. Ich würde auch total gerne nochmal nach Südhof und da noch ein bisschen Ruf sammeln. Weil da fehlt mir auch sehr viel. Obwohl, dann reicht es, wenn man die Rennstrecken immer macht. Mehr ist da momentan eh nicht los. Oh, oh, falsche Abbiegung. Entschuldigung, ich wollte deine Veranda hier nicht verschmutzen. Wer bist du überhaupt? Der ist mir ja noch nie aufgefallen. Der Hafenarbeiter. Der pummelige Hafenarbeiter. So ein ganz schön Bäuchlein hier, ne? Naja. Was
soll man machen? Okay, fahren wir erst einmal mit der Fähre. Wo ist nochmal die Fähre? Ich muss gerade mal gucken. Achso, ja, hier war das, gell? Genau. Oh, da ist sogar die Fähre. Halt! Warte auf mich! Warte auf mich. Nach Fort Pinter. Genau, da wollte ich hin. Erst einmal kurz nach Fort Pinter. Und von dort aus... Oder könnte man nicht... Ich glaube, man kann auch von hier nach Jalaheim, ne? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so oft hier vom Fischerdorf irgendwo hingefahren. Deswegen weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau aus dem Kopf. Ich glaube, man konnte von hier aus auch nach Jalaheim. Oder konnte man von hier aus nach Südhof? Nee, ich glaube, man konnte nach Jalaheim. Egal. Ich werde das herausfinden. Ansonsten fahren wir jetzt von Fort Pinter aus nach Jalaheim. Ist zwar ein kleiner Umweg, aber ist ja egal. Tut, tut. Mit der Maus. Oh, ich finde das auch immer so schön hier. Ja, ich glaube tatsächlich... Ja. Wir hätten auch von dort aus tatsächlich nach Jalaheim direkt fahren können. Aber was wir jetzt erstmal machen werden... Wir machen mal ganz schnell das Rennen hier. Und dann bin ich Level 15 schon ein Stückchen näher. Und den Rest werde ich dann wahrscheinlich als Level-Video machen. Ah, was ist denn hier los? Ist ja voll eklig. Bäh, dieses Geruckel. Oder mache ich das erstmal nicht? Ich könnte es auch erstmal lassen. Aber hier ruckelt das total widerlich. Oh, ich mag das nicht, wenn es ruckelt. Das ist total... Guck dir mal. Total die FPS-Einschläge hier. Weil so viel ist doch noch gar nicht los. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Hm. Komisch, komisch. Naja, egal. wir müssen irgendwas anderes machen. Ich habe aber auch nicht mehr so viel Zeit. Björn könnte man noch besuchen. Ich habe so viele Rennen zu machen. Oder ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Wechsel da das Pferdchen. Und... Ja, wie gesagt, ich müsste da ein bisschen weitermachen noch beim Dinosauriern. Weil da bin ich auch noch nicht durch. Das wäre natürlich super, wenn ich da noch ein bisschen weitermache. Südhof weitermachen muss ich noch. Molen sind nur die Rennen. Steve habe ich ein Rennen offen. Das ist schön. In Jalaheim muss ich, glaube ich, noch ein bisschen sammeln, damit ich hier diese Quest bei Freya annehmen kann. Und bei Molly... Da weiß ich gar nicht, was bei Molly ist. Ich glaube, da musste ich auch noch sammeln. Aber ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, weil ich bei so vielen noch nicht weitergekommen bin, weil mir da der Ruf fehlt. Ja, okay. Wie dem auch sei, ich werde hier erstmal einen Cut machen, denn es ist heute mal ein ganz klitzeklein bisschen kürzer, das Video. Aber nur, weil ich mich nicht so richtig entscheiden kann, wo wir jetzt weitermachen. Bringt aber auch nichts da, noch wirklich irgendwie großartig was anzufangen. Aber, ja, ich entscheide mich einfach für die nächste Folge, wo es weitergeht. Und ihr dürft mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, wo es weitergehen soll. Das wäre doch auch mal ganz toll. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.